Du bist im Rätselbuch der Renaissance im Verzeichnis aller Rätsel. Wir sind bei den kleinen und feinen Besonderheiten. Jetzt kommt etwas, was du wahrscheinlich kennst oder gehört hast. Was ist der Jungbrunnen? So. Olas, wäre folgende Werbung eine Hilfe für dich? Oil of Olas für die Haut ab 30. Oil of Olas für die Haut ab 30. Was ist der Jungbrunnen? Wollen wir doch mal gucken. Des Rätsels Lösung anzeigen. Wenn du bei Olas auf die Homepage gehst, erhältst du folgende Erklärung. Im Alter wird die Haut trockener, da sie Feuchtigkeit schlechter speichern kann. Die Zellerneuerung wird verlangsamt, die Haut wirkt müde und schlaff. Feine Fältchen entstehen, die Elastizität wird geringer. Wir empfehlen morgens und abends Reinigung, Gesichtswasser und Feuchtigkeitspflege. Sollte Ihre Haut trocken sein, benutzen Sie die Oil of Olas Feuchtigkeitspflege so oft wie nötig. Logo. Beim anderen Anbieter liest es sich folgendermaßen. M. Claire Antifaltencreme mit Megamin 30 ml. Jungbrunnen für Ihre Haut. Antifaltencreme mit Megamin zur Regeneration der Haut ab 30. Die Creme schützt optimal vor schädlichen Umwelteinflüssen, reguliert Ihren Hautstoffwechsel und verleiht ein jugendliches Aussehen. Der Beschiss lauert überall. Wenn du unter 20 bist, dann ist es dir egal. Bist du aber zwischen 20 und 30, dann geht's langsam los. Du siehst Fältchen. Oh Gott, und was nun? Wenn du erst so aussiehst wie im folgenden Bild, dann muss dir etwas entgangen sein. Hast du etwa nicht eine einzige dieser geilen Antifaltencremes benutzt? Du hast dich etwa nicht von der Werbung einwickeln lassen. Du stehst zu deinem Alter, aber du wünschst dir trotzdem etwas, was nach Jungbrunnen klingt. Der Jungbrunnen, den ich meine, ist auf dem Monitor zu erkennen. Aber dazu gleich mehr. Erstmal dieses tolle, von mir auch nur im Internet gefundene Bild. Also ein herzliches Dank an denjenigen, der dieses Bild gemacht hat. So, hier ist also der Jungbrunnen. Was hat es nun mit dem Jungbrunnen auf sich? Das Wort ist uns ja irgendwie bekannt. Der Jungbrunnen von Lukas Cranach dem Älteren ist von 1546. Hier haben wir ihn. Von links hier kommen die alten Omas, sehen mega hässlich und faltig aus. Dann steigen sie hier ins Wasser und kommen hier rechts, jung und schön, wieder raus. Es geht also auch ohne Anti-Aging-Creme. Nun zeige ich dir noch ein paar Details aus diesem Bild, das in der Gemäldegalerie in Berlin hängt. So, da werden also die Omas angekarrt, getragen in Wagen auf Sänften. Und die, guck mir hier, da sind die beiden im Detail. So, oder hier ein nächstes Detail. Im großen Wagen, alle verhüllt, hier mit hängenden Brüsten. Ja, und die sitzen hier am Becken. Da kommen sie mit dem Pferd. Müssen gestützt werden. So, und jetzt jung und schön auf der rechten Seite kommen sie wieder raus. Das ist der Jungbrunnen. Um wirklich alt zu werden, sind 7 Faktoren wichtig. Tabakabstinenz, daran halte ich mich zum Beispiel nicht. Gesundes Gewicht, wenig Alkohol, regelmäßige Bewegung, solide Liebesbeziehungen, lange und gute Ausbildung, erwachsener Umgang mit emotionalen Konflikten und Stress und vergiss alle Anti-Aging-Produkte sowie Geld und Vermögen und die Gene, die beeinflussen deinen Alterungsprozess jedenfalls nicht. So, wir sind fertig.